Heute habe ich keinen Top-Kommentar für euch. Beim nächsten Video geht das wieder so weiter, also morgen Abend. Aber heute gibt es die Spitfire. Ich muss sie einfach nochmal zeigen, weil in den letzten Videos wurde ich einfach so davon geärgert. Ich habe einfach gemerkt, es ist wieder an der Zeit, den Gegner mal gehörig zu zeigen, wo der Hammer hängt. Und deswegen haben wir hier auch die Spitfire mit so einem kleinen UFO drauf. Einfach so, weil ich das cool fand. Und vielleicht probieren wir heute mal so ein paar andere Visiere aus. Ich werde jetzt mal anfangen mit dem LV-Visier, um mich einzuspielen. Und dann sehen wir mal, ob wir hier das Doppelzoom noch draufpacken oder das Holo. Und wir packen natürlich nur die besten Streaks ein, ihr kennt es. Und wir spielen jetzt auch das erste Mal den neuen vorgestellten Modus Moshpit Ausdauer-Chaos. Ich habe das Gefühl, das wird heute ein richtiger Gaumenschmaus. Viel Spaß. Ich habe keine Waffe. Aber es musste jetzt einfach mal wieder sein, die Waffe auszupacken. Weil ihr habt das einfach gemerkt in den letzten Videos. Die Killcams sind ja nicht mehr feierlich. Und die Waffe ist halt einfach auf jeder Map einfach zu krass. Und deswegen machen wir das heute einfach mal. Nuklear ist drin. Und ich muss auch sagen, die Spitfire ist meiner Meinung nach, zumindest was Black Ops 4 auf dem PC angeht, einfach die stärkste Waffe. Ah, da sind die Recon Sniper, ne? Wer das letzte Video nicht gesehen hat, gerne auschecken. Da habe ich auch mal wieder ein bisschen die Recon Sniper gespielt. Und schaut auch sehr gerne einmal nach, ob ihr schon Abonnent des Kanals seid. Das würde mich mega freuen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Gerne einmal auf Abonnieren klicken. Denn hier gibt es schöne BO4-Videos. Ja gut. Ich meine, es wird ja auch einen Grund haben, warum so viele diese Waffe spielen, auch wenn sie auf... Scheiße. Nein, von dem auch noch. Verdammt, Alter. Ja, auch wenn auf der Map hier die Campen und Sniper-Spieler schon irgendwo im Vorteil sind. Nein! Oh. Nein, doch. Und lasst mich euch kurz erklären, warum ich irgendwie finde, dass das die beste Waffe im Spiel ist. Mag natürlich auf der Konsole eventuell dann doch noch eine andere sein. So, Nase gekitzelt. Oh. Schönes Ding. Mann! Hey Leute, merkt ihr was? Jetzt, wo ich nicht snipe, sind alle Gegner am Snipen. Also zurück zu dem Punkt, warum ich finde, dass es die beste Waffe bisher im Spiel ist. Einfach weil eben die ganzen Maps in BO4 so verwinkelt teilweise sind oder so kleine Gänge haben und insgesamt noch relativ klein sind. Sage ich jetzt auf der größten Map des ganzen Spiels. Aber ihr kennt sie ja mit so einer Feuerrate. Und dann, wenn du auf PC vor allem den Rückstoß, der eigentlich so ist, so easy so im Zaum irgendwie halten kannst. Oh! Ja, und so schnell hat man dann auch die Regenbogen-Diamantanung und knallt alles weg. Viel mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Also diese Kombination, dieser Waffe ist einfach super. Oh, Junge. Also allein in der Szene sollte man schon sehen, Nahkampf, Biest des Grauens. Ich habe jetzt das Doppelzoom-Visier draufgepackt. Ich glaube, das wird echt lustig. Ja, das ist gar kein Rückschuss oder so, auf keinen Fall. Und damit werde ich jetzt so spielen, durch die Map laufen und alles kalt machen, glaube ich. Ich brauche ja auch mit der stärksten Waffe im Spiel irgendeine Challenge. Warte mal, ich renne dem erstmal hinterher. Freunde. Oh, Hilfe, Ritter. Ach du Heilige. Es funktioniert. Ich muss einfach immer nur hin und her tappen. Warte mal. Ah, der ist schon tot, schade. Hat man dann weniger Rückschuss oder was? Das ist ja so bescheuert war ich noch nie in irgendeinem Video. Ah, komm. Ah, ja. Oh. Das funktioniert anscheinend nicht. Und dass ich da unten die zweite Spezialistenfähigkeit nicht eingepackt habe, das liegt auf keinen Fall daran, dass ich das vergessen habe. Nein, 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 nein. Oh, hab ich aus Versehen gedrückt. Oh. Schon wieder. Lol, was geht denn jetzt für eine Party? Oh, die Party ist am... Ah, nicht boxen. Nein, nein, das war die falsche Taste. Ich wollte es so machen. Oh, okay, ich muss mal ein bisschen runterkommen. Nee, liegt tatsächlich eher daran, dass ich gerade so im Anti-Spezialisten-Modus unterwegs bin. Ich setze ja generell sehr selten ein und vergesse das auch nicht, sondern mache das absichtlich, damit ihr merkt, Spezialisten muss man nicht immer gebrauchen. Ja, ja, okay. Okay. Dieses Visier ist so geil. Oh, die Challenge gefällt mir. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen damit ganz probeweise rumlaufen und gucken, wie das funktioniert mit dem Visier. Oh, Tabben. Oh Gott, also durchsprayen ist schon irgendwie immer die bessere Wahl. Oh, da setzen wir doch mal aus Versehen, aus Versehen eingesetzten Spezialisten. War nicht absichtlich, wirklich. Ah, nee. Ah, Choke. Oh, doch nicht. Leute. Oh. Aim ist da. Aim ist... Oh, nein. Zu Ende. Oh, warte doch mal kurz. Die bleiben nicht stehen. Ja, meiner. Links noch mehr. Mantis. Hallo. Hau den doch raus. Das dauert immer viel zu lange. Oh, habt ihr gesehen, wie lange ich die Waffe nicht in der Hand hatte? Und da ist er. Jetzt kann's losgehen. Mantis, mach Kills. Komm. Ich muss dazu... Nein. 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 Ich muss dazu auch sagen, dass ich... Ich muss mich einmal kurz konzentrieren, damit ich... Ich habe alle Streaks. Das war mal wirklich die Prezi des Jahres. Und dann kommt die Spitfire um die Ecke und holt mich, ne? Verdammt, diese kleinen Schlingel. Das läuft, Alter. TDM mit doppelter Munition ist echt geil, Alter. Ich muss tatsächlich zugeben, dass die Zeit, zu der ich gerade spiele, extrem verschwitzt ist. Das ist nämlich abends, wo ich gerade spiele. Es ist schon echt ein bisschen anstrengend verschwitzt gerade. Deswegen habe ich mir auch überlegt, wenn ich schon so eine Klasse spiele, mache ich das einfach auch zu einer Uhrzeit, die dazu passt. Nämlich schön an einem Abend, der sich gewaschen hat. Oh. Aber Einsatzteam, die machen einfach... Der Handy! Ich habe noch nie gesehen, dass mein Handy so abgeht. Ich habe
38 Kills. Ja, moin. Warte, das will ich jetzt mal sehen. Einsatzteam gegen Ajax. Erstmal den geholt. Ajax, ist der mal down? Die schaffen das nicht. Guck mal, die schießen immer noch. Nein, jetzt haben sie ihn endlich geholt, weil das Schild weg war. Naja, heißt im Endeffekt, oh, die wollen mich aber auch echt hart ärgern jetzt gerade. Oh, Leute, ich bin gerade ein bisschen außer Rand und Band. Oh, oh, ich höre Böses. Oh ja, das war, oh, das war sehr gut. Zum Mantis. Ich kann mich nicht heilen, ich habe 16 AP. Ich hau den hier raus und verschwinde ganz, oh, warte mal. Oh, nein! So, aber ihr seht ja, dass man mit dem Visier auf jeden Fall was reißen kann. Ja, das eben war die Einspielrunde. Das hier ist jetzt die Demonstrationsrunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich habe ja gesagt, ich reg mich über Spezialisten eher nicht mehr auf. Und deswegen machen wir das auch nicht mehr. So, oh, gib doch mal. Er könnte mich so boxen, aber mach. Nein! Sie hat ihren Spezialisten gezogen. Sie schmeißt sich lieber selber in den Tod, anstatt irgendwas Vernünftiges zu machen. Das sind mir die richtigen Spieler wieder. So, mit diesem Visier zu spielen, das ist schon auf Range. Vor allem, hallo. Das ist so eine Challenge, die sich doch durchaus gewaschen hat. Ah, ah, jo, Kollege. Oh, nö, ich hol alles irgendwie aus. Ich habe das Fass da, ah, das Fass angeschossen mit der Hüfte. Außer Hüfte und dann habe ich ihn kalt gemacht. Oh, oh. Vielleicht machen wir doch noch was Schönes hier. Oh, Spitfire. Ey, sein ist einfach besser. Ach so, die kamen zu zweit auf mich. Da kannst du halt nichts machen, ne? So, so viel zu diesem Visier. Wir machen jetzt nochmal das Ganze ohne das Visier. Trotzdem 66 Kills gemacht in TDM. Was will man mehr? Ich drehe jetzt völlig durch. Ich hau Laser drauf, Visier weg und jetzt wird nochmal richtig schön rasiert. Das Video heute ist eigentlich quasi dazu da, um selber einfach mal viel Spaß zu haben und die Gegner einfach zu ärgern, weil ich sonst halt immer geärgert werde. Das machen wir nämlich jetzt in der letzten Runde. Oh mein Gott, guck mal, wie die spielen. Ich glaub's nicht. Oh Gott, diese Killcams. Eieiei. Also, das ist jetzt die dritte Killcam in Folge, die ich so sehe. Ich habe was vergessen. Ich wollte ja Laser 2 mit einpacken. Ihr seht, was für Schwitzer wir heute trotzdem im Gegnerteam haben. Da wird da wieder der Vogel abgeschossen hier, ne? Genau! Ich muss tatsächlich sagen, dass mir die Spitfire heute gar nicht so viel Spaß macht. So ein Bums, Alter. Und? Moin, Junge! Guckt euch das mal an, wenn man mal ruhig ist. Dann kriegst du alles hin. Ja, es gibt viele und vielleicht auch welche von euch, die dann sagen, ja, ist doch alles ganz easy, so einfach zocken und geiles Gameplay erspielen. Aber macht es tatsächlich mal, versucht mal wirklich, kontinuierlich zu reden, die ganze Zeit, während ihr auch Licht im Gesicht habt und alles so, die ganzen Sachen muss man natürlich auch bedenken. Huch, den lasse ich mal kurz in Ruhe. Und versucht da mal, während ihr die ganze Zeit auch am Reden seid, dann noch auf heftiges Gameplay zu gehen. Also das ist auf jeden Fall eine Challenge für sich. Und dann sind es noch alle Sweater, die mit irgendwelchen ekelhaften Sachen spielen. Da willst du dann irgendwann auch einfach mal selber so diese Sachen spielen, auch wenn es dann halt in einem Video ist. Weil so privat mache ich es halt irgendwie dann einfach nicht. Oh, 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 Leute. Und ihr merkt ja, dass ich gerade schon wieder so in Versuchung komme. Box doch mal. Einfach die Sniper aufzuheben und auszupacken, weil ich einfach das viel mehr gewohnt bin und viel mehr Spaß damit auch habe. Weil so ultra viel Spaß habe ich heute mit der Spitfire tatsächlich nicht. Muss ich wirklich ehrlich sagen. Warte, machen wir mal hier. Ah, da ist keiner mehr. Oh, habe ich den Teammate geblendet oder? Nein, ist nicht passiert. Oh, Hilfe. Guck, da muss man zwischendurch einfach mal ein bisschen snipen, weil die Kombination aus den beiden Sachen ist immer so höllisch gut. Ist einfach überpowered. Ach gut, wir haben wieder ein volles Gegnerteam. Einfach die Gegner mal ein bisschen ärgern, wisst ihr? Einfach mal ein bisschen auseinanderschrecken. Oh, erster. Ist da noch mehr? Folgt da noch ein bisschen was? Oh, oh. Den vielleicht noch? Nee? Nee? Und jetzt vielleicht nochmal hier? Ja, gut. Den lassen wir mal lieber in Ruhe. Er hat mich nicht geholt. Ich bin so dankbar. Dankeschön. Und jetzt kann ich mich nochmal voll und ganz auf die Streaks konzentrieren. Ich hau mal den Mantis schnell hier hin. Bitte nicht sterben und durchdrehen. Das ist gerade nochmal die finale Entspannungsrunde. Alle Streaks haben wir, glaube ich. Glaube ich, ja. Jetzt haben wir alle Streaks. Alter, das war wieder so knapp, Mann. Oh, hier oben, da schlingelt er schon wieder. Komm mal her. Ja, komm doch mal her, du kleiner Azog-Sniper. Ja, Azog-Sniper, gut. Heli auch noch raus und jetzt kann ich wirklich wieder voll und ganz entspannen. Ach, ich liebe das einfach, ne? Schön in normalen TDM, wie sie da alle sind. Mantis, Einsatzteam überall, der Heli am Himmel, ey. Das sind einfach die drei besten Streaks, die man so machen kann, finde ich. Oh, den noch mitgenommen? Ja, komm, nochmal ein bisschen Hyper jetzt hier. Ich will die Granate nochmal werfen. Oh, warte mal, da ganz hinten hin. Überlebe ich das?
Habe ich da irgendwie geflasht? Oh, pass auf, die stehen da im Spot, aber wir haben schon wieder gewonnen, weil es so schnell ging, meine Streaks sind so eskaliert. 30-4 jetzt nochmal gemacht, einfach eine schöne TDM-Runde nochmal zum Abschluss. Also so viele Schwätzer und Schwitzer, mit denen wir heute wieder begegnet sind, da kann ich einfach nur sagen, Hut ab, dass wir das hier so gemanagt haben, wie wir es gemacht haben. Der Wasserfall ist dann jetzt auch wieder beendet vom Redefluss her. Das hat sogar Sinn gemacht und damit verabschiede ich mich von diesem Video. War mir wieder eine Ehre, würde mich mega freuen, wenn ihr mir weiter lustige Kommentare unten reinschreibt, das Video bewertet und ein Abo dalasst. Vielleicht auch den Merch abcheckt, den neuen Chillout-Merch, könnt ihr mal gerne abchecken, die Seite ist natürlich eingeblendet und unten in der Beschreibung findet ihr den Link. Natürlich auch, falls ihr es noch nicht getan habt, bei Level Up vorbeischauen. Da bekommt ihr ja mit dem Code Aimbrot Rabatt. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz entspannten Tag. Macht's gut, liebe Leute. Folgt mir gerne noch auf Instagram, falls ihr es noch nicht getan habt. Haut rein und bis zum nächsten Mal. So, ich gehe jetzt Handball gucken.